Ja. Gut, gut. Ja, dann gehen wir mal. Genau. Das war ja jetzt hier mit Blau und sowas, ne? Einmal erstmal hier so ein bisschen drumrum. Und dann füllst du das hier aus. Schüttel mal, ja. Das Ganze ist zustande gekommen, weil wir seit mehreren Jahren Baustellen an der Albrecht-Herr-Schule haben, weil wir eine fusionierte Schule sind. Die BBS in der Bahnhofstraße wird rausziehen nach Altenhagen. Einige Klassen sind auch schon umgezogen. Und jetzt war die Pausenhalle in Mitleidenschaft gezogen worden. Die sieht ein bisschen kahl aus und ein bisschen nüchtern und nicht mehr so richtig hübsch. Und deswegen haben wir gesagt, da müssten mal Bilder an die Wand. Und es liegt nahe, Bilder zu produzieren, die irgendwas mit unseren Berufen zu tun haben. Und deswegen haben wir das für das Berufsvorbereitungsjahr auf die Beine gestellt, BVJ. Das sind Schülerinnen und Schüler, die oft keinen Abschluss haben oder bislang eine schwierige Schulkarriere haben. Und mit denen haben wir eben dieses Graffiti-Projekt uns ausgedacht. Und jede Klasse hat 5 solcher Platten zur Verfügung, die dann später in der Pausenhalle aufgehängt werden sollen. Dies ist eine Klasse aus der Abteilung Ernährung. Die machen vornehmlich jetzt Dinge, die die Bäckerei betreffen oder Bäckereifachverkauf. Und es war schon eine Klasse da, wenn Sie hier gucken, die haben auch was mit Ernährung zu tun, die haben aber auch was für zahnmedizinische Fachangestellte schon dargestellt, weil alle Berufe möglichst vertreten sein sollen. Das ist so das Ziel. Und wir haben 30 Platten zu besprühen, 6 Klassen, und die dürfen alle einmal sich ausprobieren. Oder? Ach nee, da sollen ja noch Gebäckstücke rein. Die sollen dann braun werden, oder wie? Dann machen wir das doch in Rot. Ja, wir haben auf jeden Fall erstmal uns ein bisschen kennengelernt quasi. Habe ich halt eine kleine Kennenlernrunde gemacht, was die Kids denn ganz einfach schon mal so an Graffiti gesehen haben oder was auch ganz einfach sie künstlerisch interessiert. Und dann habe ich so eine gewisse Überblick mal über das Graffiti gegeben, so ein bisschen zur Historie, zur Geschichte, damit die halt auch wissen, wo das Ganze denn herkommt mit der Verbindung der Hip-Hop-Kultur etc. Und dann sind wir dabei gegangen und haben Entwürfe entwickelt, die halt die Fachbereiche quasi, in denen sie jetzt dann tätig werden wollen, dann haben wir die halt beackert. Ist ganz klar für Anfänger eine ganz schwierige Sache, mit der Sprühdose da erstmal überhaupt gerade Striche hinzubekommen, ohne dass die Farbe runterläuft und sowas. Also eigentlich ist so eine Workshop-Zeit von 1-2 Stunden oder mehr zu wenig, dass diejenigen da halt wirklich so firm mit der Dose werden, dass das klare Striche werden und ja. Ja, es war ein bisschen schwierig, weil man muss aufpassen und nicht so nah rankommen, weil sonst wird das zu viel und es wird laufen halt, diese Farbe. Und ja. Man muss halt ein bisschen weg. So, ja, ich habe hier eigentlich meinen Lehrer so bezeichnet. Das soll ja das Brot sein. Hier sollen alles Brote sein. Und ja, das bezeichnet, was wir in der Schule machen halt. Und hier unten kommt der Name hin, also Testrum halt. Von da, wo wir arbeiten, in der Schule, Bäckerei halt. Ich